So, wunderschönen guten Abend am Samstagabend, liebe Zuschauer. Wir befinden uns bei dem Event The Fight auf der Weilchen zusammen mit Bowfreak. Hi zusammen. Und wie sonst auch immer sind wir am Mähen der Wiese. Und was machst du eigentlich hier unten so? Ich bin den Düngestreuer in unsere Felder am Bringen, beziehungsweise eine Zusatzaufgabe am Abschließen. Aha, ich habe hier einen komischen Rabe auf dem Feld. Oh, fahr drüber. Ja, moin. Jetzt ist er weggeflogen. Der war ganz schön zutraulich, würde ich sagen. Ja. Den konntest du bis auf 20 cm, ja. So, wir werden doch jetzt das Felder hier noch schaffen. Gib Gummi! Der hat jetzt auch... Ach nein, ich meine doch meinen Traktor. Der hat jetzt da unten die Sonnenblumen angefangen, richtig? Yes. Der Delta, der Gute. Den Mais, sorry. Den Mais? Ja, der Mais. Haben wir Mais? Ja, ja moin. Mais. Hätten wir fast wechseln können. Ja. Silage. Guten Tag. Das ja, servus. Beziehungsweise die Strafkammer eventuell. Nee. Ich habe kurze Frage. Es kam uns zu Ohren, dass eine Hardy-Spritze auf fremdem Grund am Feldrand geparkt worden ist. Ist das gegebenenfalls Ihre? Ja. Die müssten Sie bitte sofort entfernen. Kümmere ich mich sofort drum. Alles gleich. Das war's denn schon. Bitte das nächste Mal darauf achten, ansonsten müssen wir, wenn wir es mal härter durchgreifen. Kein Thema. Alles klar, danke für die Verwarnung. Gerne, gerne. Unsere Hardy-Spritze? Ja, unsere Dingsspritze. Ja, aber warum? Weil da jemand auf Mimimi macht. Meinst du so ein Billy 31er oder was? Ja, ja. Aha! Kümmere mich dann mal. Ich fahre den Unimog auf unser Feld rüber. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich stelle es einfach aufs Feld. Auf unserem Feldrand und dann ist das ja alles in Ordnung. Die ganze Zeit stand die Sämaschine auch da unten. Weil die ganze Zeit stand da ein Haufen Zeug von uns rum. Ja, auch der Anhänger stand da unten. Ja. Das hat keinen Menschen interessiert. Selbst die vom LU, die da ständig vorbeigekommen sind. Hat's auch nicht interessiert, ne? Müsste ich normal direkt mal anmerken. Zettelpuppe. Komm, lass uns mal weg in den, wie hat er denn genannt? Die Gruppenkuschelecke gehen? Genau, Gruppenkuschel. Und wir gehen mal in die Gruppenkuschelecke, weil für die Zuschauer, die es nicht wissen, das ist unser, sag ich mal, interner CB-Funk, wo alle Teams mal reinswitchen können, mit dem man sich dann allen unterhalten kann. Channel switch. User joined your channel. So, jetzt sind wir mal schön in der Gruppenkuschelecke. Den wollen wir gleich mal ausprobieren, mal schauen, ob jemand reinkommt. Ich war gespannt. Ich auch. Ist jemand dazu gesellt? Ach, der Steffen war wieder die Spanne drin. Ach, man kennt ihn. Auf der Map brauchst du die gar nicht raus machen. Doch, weil in Realität hast du ja beim Lenken auch eine drin. Außer auf dem Feld. Boah, jetzt geht er mal ab wie Schmitzkatze da. Hast du gerade eine Hand frei? Jein. Okay, ich tipp selber. Was willst du denn haben? Ne, ich tipp selber. Tippifunk. Ich muss mich doch schnellstmöglich um die Feldspritze kümmern. Aber hier ist schon wieder, sobald ich beim LU-Hof vorbeikomme, ist bei mir total am Backen. Ja klar, da haben sie Terrain verändert. Jetzt bin ich da. Nur Blödsinn im Kopf, echt. Ich sag's dir. Aber so ein bisschen Spaß muss ja bekanntlicherweise sein. Wenn ich ja schon auf halbem
Weg nimmt. Guten Tag. Ach, ja, moin. Hallöchen. Kommen die alle zum Gruppenkuscheln? Kommen sie alle. Ja, wir wollten mal die Gruppenkuschel-Ecke heute noch kommen. Ja, siehst du, hab ich auch gesagt. Müssen wir doch mal ausprobieren, wenn es die schon mal gibt. Ja. Und läuft so bei euch, oder? Freilich. Ja, freilich, sagt er. Aktiviert. Geld ja, ja. Ist geflossen. Geld ist geflossen, das ist schön. Haben wir schon gehört, dass die Strafkammer nie bekommen hat. 70 Folgen interessiert das keine Sau, was da rumsteht? Ja, aber... Kaum hat man eine gekriegt, ist man eine Mimimi am Machen. Ich hab ja gesehen, die läuft ja auch ein bisschen aus, die Pestizidspritze, ne? Nein. Wenn dann dort so Flüssigdünger rausläuft, also frisch, die ist frisch gewartet. Oder Herbizide, dann ist das halt nicht so schön für den Boden da, ne? Ist ja. Frisch gewartet. Der 31er spricht. Ey, du, haben wir das gehört? Ich hab noch nichts gehört. Ich glaube, da ist da gerade ein 50er. Ja, ich glaube, ein 100er hat da gerade aus ihrer Tasche gefallen. Ja. 31. Buchen sind wir 31er. Das ist ein. Heißt übersetzt Verräter. Nee. Kein respektvoller Umgang. Ey, wisst ihr eigentlich, was das Bergfest ist? Ja, Mittwoch. Ja, das habe ich aber auch erst die Woche rausgefunden. Dachte, was reden denn die alle vom Bergfest? Das ist was Ausländisches, glaube ich. Ja. Bei uns in Baden-Württemberg sagt man sowas nicht. Ja, ihr seid ja auch nicht auf anderen Planeten so. Sollen wir jetzt anfangen mit dieser Ost-West-Kalkulation oder Frontation? Kalkulation, ja, hau raus, Kai. Bist du hier quer über die Wiese mit einem B-Track gefahren? Ja. Ich könnte dich dafür nicht zerpflücken, aber. Ich habe eine Flugschneise dadurch gebildet. Ja, kannst du mal mit einem großen B-Track runterfahren und meinen Holzanhänger holen? Ich sei ein Holzanhänger. Ja. Ah ja, arbeitet ihr gegeneinander, oder? Manchmal wir arbeiten miteinander, wir sind ein Dream-Team. Aha. Das heißt ein Ja-Ha in diesem Ton. Kommt mir nicht ganz so vor. Naja. Oh, Versteigerung, was gibt's zu versteigern? Achso, Feld 40 oder so. Ach. Und ein paar Pralinen. Pralinen, da komme ich auch mit. Ja, Kai, wir sollten uns vielleicht nochmal ganz kurz in den Bordenteller sprechen. Da braucht man nichts absprechen. Mahlzeit! Ja, moin! Guten Tag! Ich komm mal mit Steffen kuscheln. Ja, ne, dann läuft doch. Aber wenn das der Puls hier eifersüchtig wird. Dann bin ich schon nicht gegangen. Nein, die müssen zur Auktion. Ja, ja. Wir wollen das Feld gar nicht. Nee, wir, deswegen brauchen wir ja nicht. Wobei, wir könnten uns ja fast mal anhören, ne? Alter, ich bin ja jetzt extra abgehauen. Ach so, Entschuldigung, dann bleib bei uns. Nein, wir wollen es nicht hören. Wir könnten doch einfach mitbieten und denen das wegschnappen. Nein, wollen wir. Wobei. Zum Stänkern. Oh ja, ey, komm, lass uns hochgehen. Na dann. Ja, nicht. Jo. Startgebot sind 45, ne? Jawohl, bitteschön. Ja, bieten wir. Wer sind wir, Sie? Team Franken natürlich. Haben Sie auch Interesse an Melle? Ja, haben wir jetzt gerade eben schnell beschlossen. Oh, na gut. Ich hab nichts zu reden. So, 45.000 zum ersten. 45.500. 45.500. Von wem bitte? Eiserne. Ah, das ist der Herr Dennis, alles klar. 45.500 zum ersten. 45.500 zum zweiten. 46. 46 ist geboten. Team Glasgow Rangers. Wer bietet mehr? Wer möchte nochmal ihr Duft? 46,3. Lassen wir jede 500 Euro Schritten ganz kurz mal die Frage. Nö. Nur was ist die maximale Schrittzahl, die man gehen kann? Die Minimum-Schrittzahl, die man gehen muss? 1 Euro. Das, was Sie auf dem Konto haben, auf jeden Fall. Mehr geht nicht. Minus 3. Also. 46.300. Nein, ganz kurz noch eine andere Frage. 100 Euro. Da dürfen die ja gar nicht mitbieten, wenn die minus 3 auf dem Konto haben. Soll ich gerade anpassen? Ist schon ein bisschen mehr geworden, reicht das? Ja, wow. Bisschen mit einem Plus. Kontostand immer das mal so fragen, hatten sie überhaupt das Geld dafür da? Ja, hätten wir da, gar kein Problem. Das geht mich gar nichts an, wie die das bezahlen. Ich wusste gar nicht, dass der Bankvertreter da ist.
So, dann machen wir mal. Gebotene ist 46.300 Euro zum ersten. 36.400 Euro. 46.400 Euro ist geboten von Team Glashoch Rangers. Zum ersten. Zum zweiten. 46.500. Könnt ihr das gleich mal ein bisschen schneller sagen? Nein. Muss doch spannend jetzt bleiben. 46.500 Euro. Ich habe mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Alter. Das ist kommt das mal auf einer echten Auktion. Zu Feld 90 und also und Billy 94 haben alle Jahre gesagt, oder? Also Billy 47.000 zum ersten. Hey, nein, ich hab gesagt. Billy 47.000 zum zweiten. Nein? 1.100. 47.100 zum ersten. Das war ein Fehler. 47.100 zum zweiten. Tut mir leid, ich hab gerade eine Mission auf dem Feld angenommen. 47.200 für Glas auf dem Feld. Vorbei, ich hab gerade die Mission auf dem Feld angenommen. Tut mir leid. Wir haben das gar nicht gewusst. Billy hat während einer Auktion Feldmission angenommen, das gibt eine Strafe normalerweise, weil das Vorsatz ist. Ja, das ist grob fahrlässig. Das steht nicht in den Regeln. Ja, eigentlich müsste jetzt. Also, wir sind jetzt gerade dabei, Billy. Uns das Feld bezahlen. Gut, da reden wir ein andermal drüber, aber das ist definitiv unsportliches Verhalten, Billy. Feiert auch noch, ey. Deswegen darfst du diesen Auftrag erstmal abbrechen. In der Hoffnung, dass du eine Strafzahlung zufolge kommst. Ich hab doch einen Auftrag, den muss ich jetzt machen. Nee, den musst du abbrechen jetzt. Ich würde mal kurz gerne die Strafkammer in einem anderen Channel haben. Okay. Kann ich mir genau erinnern, was User left your channel. Also, der Billy, du bist echt eine Granate, echt. Ihr schlagt euch beide um das Feld und du mal nimmst das mal in Ruhe einen Auftrag seelenruhig an. Steffen? Ja? Darauf hinweisen, was wir gestern geredet haben? Ja. Machen wir, oder? Ja, natürlich. Ja, gut. Oh Mann, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, Billy, du kannst es ja gerne machen. Ich, das hätte ja kein Menschen interessiert, ne? Oder will ich einfach mal meine Klappe halten? Kai, ich bringe ja den Holzanhänger zurück zum Hof, ne? Das Problem ist ja. Es geht ja um 45, ne? Ja. Dann guck das mal bitte 45 an. Er hat euch nämlich verarscht. Gibt für 45 keinen Auftrag. Ach so, für Feld 40 hat er einen Auftrag angenommen? Nee. Er hat nur einen Auftrag angenommen, nicht? Ja, er hat wahrscheinlich irgendeinen Auftrag angenommen, ne? Ja, irgendeinen. Ich hab gar keinen Auftrag angenommen. Naja, meine ich doch. Entweder hat er gar keinen oder er hat einen anderen. Aber, ja. Aber ich gehe schon mal ins Konto, dass ich schon mal Zahlen gesagt. Ja, hast du jetzt einen angenommen oder hast du keinen angenommen? Ich hab angenommen, so. Ich hab gesagt, ich soll ihn nicht machen. Ach so. Ich hab noch mal kurz mit dem Bauern telefoniert und hab gesagt, nee. Sollen wir nicht und da... Billy, so, ich jetzt nicht einmal die Strafkammer wieder zurück. Gerne das Wort an Herrn Alex. Ja, ein wunderschönes. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal die Strafkammer bin, weil bist du das irgendwie gewesen, aber das ist okay. Aber du machst heute ja, also das ist in unserer Sicht eindeutig ein absoluter Vorsatz gewesen, sehr unsportliches Verhalten und das wird definitiv nicht geduldet. Wir machen jetzt gleich bei dieser Versteigerung des Felds 40 weiter. Bei 47.100, wenn ich mich recht daran erinnere. Und das Team Glashoch Rangers darf eine Gebühr oder eine Strafe, wie man es auch wieder sehen möchte, an die Gemeinde von 50% des ersteigerten Wertes zahlen. Ey, wir sind aus der Versteigerung raus. Ja, bezahlen müsst ihr ja trotzdem. Ja, das ist. Wir bezahlen da leider nicht 50% für was, was wir nicht mehr gemacht haben. Wir haben nicht mal in die Mission angenommen. Aber sehr unsportliches Verhalten, Billy. Warum ist es unsportliches Verhalten? Wir haben keine Mission angenommen, wir haben nichts geerntet, wir haben. Ja, ich hab's angenommen, aber sofort wieder abgebrochen. Das ist egal. Unsportliches Verhalten.
Das ist egal, das, Pilli. Das nehmen wir nicht. Sie können gerne in Revision gehen. Dein Beruf im Hochkleiner mit der. Kannst du gehen. So, machen wir aber also weiter. Feldversteigerung 47.100 Euro. Wer möchte mitmachen? Wer also ist noch dabei? Team Franken ist raus. Team Franken ist raus. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn Team Glashof Rangers auch raus sind, dann haben die Eisernen 47.100 Euronen. Möchtet ihr noch mitbieten in dem Fall? Wir haben ja eh das Wissen schon, ne? Ja. Ich meine, das war zwar noch bei Glashof Rangers wegen der Wortmeldung. Fällt da leer? Ja, aber wir haben nicht das höchste Gebot. Nee, das Team, die Eisern hat das höchste Gebot mit 47.1. Ja, dann sind 47.1. Ja, dann, ne? Dann kauft bitte was. Das Feld und die Differenz bitte an uns. Beziehungsweise, ich guck nochmal ganz kurz, ne? Geld kostet irgendwas mit 46 noch was, ne? Ja, richtig. Jo. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Jetzt. Ja. Danke. Prima. Kriegst du einen Kuchen drauf. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, die Gewinner von dem Ersteiger haben das letzte Wort. Folge. Also ich würde sagen, die Strafzahlung steht jetzt an. Ja. Nee, das zahlen wir nicht mehr. Ich würde sagen, dass ihr als erstes erstmal kommt. Geht's noch. 23.500. Nee. Richtig. Doch. Nein. Wir moderieren jetzt ab, bitte. So, wir kaufen jetzt aber noch schnell das Feld hier, damit wir das noch schnell klären können. Ja. Das weiß die Differenz? 500 Euro bitte an die Gemeinde. Das machen wir noch schnell. Wird das irgendwie aufgeschrieben und später beigerechnet oder sind die 500 dann nach Ende des Projekts weg? Das geht ja an die Gemeinde. Oder? Dann Feldkauf. Ja. Ich überweise jetzt erstmal nur. Jo. Angekommen. Aber ich denke mal, da sind wir mit dem Fall durch, wa? Jawohl. Ja, ich schreibe nochmal schnell obligatorisch. Dann möchten wir uns im Namen der ganzen Teams bei euch allen natürlich bedanken für die ganzen Likes und Abos und wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin noch einen schönen Sonntag bzw. Samstagabend und dann noch einen schönen Sonntag. Bis denn, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.